Film war eigentlich ursprünglich gedacht, dass der mit Warten auf Godot anfängt, wo der Peter Bogle die Hauptrolle gespielt hat. Und ich habe ihn als Hauptdarsteller, weil er hat mir von dieser Insel erzählt, wo er mit dem Herzog Lebenszeichen gedreht hat. Und bin dann im Sommer nach Kreta gegangen, habe die Insel gesucht und die Spina Longa habe ich dann gefunden. Und dann sind wir eine Nacht auf dieser Insel gewesen, und es war ein totaler Horror gewesen. Und kommt genau, weil es wirklich spooky, die Insel mit den verfallenen Häusern, wo Bäume rauswachsen und so weiter, und Türen schlitzen die ganze Nacht vom Wind. Das war also total inspirierend gewesen. Und aufgrund von dem habe ich dann die Geschichte geschrieben von dem verrückten Arzt, der damals überblieb, und ist sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Insel war einfach der Vorgelager gewesen, wo irgendwie eine Bedrohung oder eine Hoffnung, wie man will, dargestellt ist. Und die hat so einen Charakter für sich gehabt. Stückchen kennengelernt von der Platte 27 und dann konnte ich antörnen auf das und wir haben die Produktionsfirma Filmt in Zürich AG miteinander gegründet. Und er hat das Projekt gehabt, Hannibal, und ist mit dem Projekt zu mir gekommen und er hat gesagt, kannst du Produktionsleiter sein? Und ich habe gesagt, ja gern, ich mache das gern, ich bin bei der Condor in der Ausbildung als Produktionsleiter. Aber was ich nicht kann, ist den Stutz beschaffen. Das ist kein Problem. Wir haben Geld vom Bund und von der UNESCO. Ein Jahr vor Vortreibungen sind wir dort runtergereist und dann Recherchen machen, haben die Bewilligung eingeholt und so weiter. Oder? Und das ist relativ gut gegangen. Für die einheimische Bevölkerung waren wir natürlich so wie die Retter, weil denen ist es sehr schlecht gegangen. Damals waren es arme Leute, Fischerleute, und die Dörfer waren total verlassen und hatten keinen Sauerstoff gehabt. Und weil wir das Pech hatten, dass in London schon mal den Disney gedreht hat, vor etwa 20 Jahren, bevor wir gekommen sind, oder 15 Jahren, und mit viel, viel Geld gekommen ist, haben die gemeint, es kommt nochmal so eine Produktion und bringt ihnen wirklich so einen. Wo dann natürlich also die Schweizer gekommen sind mit ihrem Amateurfilm, dann sind sie schon ein auf die Welt gekommen. Ich habe einen Schauspieler gesucht in Athen, ich habe aus gewissen griechischen Filmen bestimmte Leute gesehen, und ich habe mit der Anesti Vlachos, die ein sehr bekannter Darsteller war damals. Da habe mich dann in die Hauptdarstellerin verliebt, die ich engagiert habe, und habe Sprache gelernt. Ich habe damals ein bisschen Griechisch können das. Dann, in der Vorbereitung, sind wir nach Athen gereist und haben dort einen Kontakt aufgenommen. Anders als das hätte sein sollen, haben wir dann nicht mit den staatlichen Filmstellen zusammengearbeitet, sondern wir haben dann ein bisschen die Oppositionellen gesucht, wie man es halt hat als Schweizer. Man sucht immer ein bisschen die Schwächeren. Das war noch während der Junta-Zeit, Papadopoulos war an der Macht. Und die Linke war eigentlich unterdrückt, aber das sind quasi meine Freunde, mit denen habe ich das vorbereitet. Und dann hat es geheißen eines Tages, ihr könnt mit der und der Produktion zusammenarbeiten, da haben wir kein Problem, da kommen das Boot und Fahrzeuge über. Und ich habe gedacht, jung und arrogant und naiv bin ich, bin ja nur. Also, lasst mir die Schuhe, arbeiten mit den Leuten, die ich gerne habe. Und dann habe ich die Schweizer Schauspieler mitgenommen, oder, die ich kennt habe, und dachte, ja, das wäre eine gute so Idee. Die komische Armee, die ich da gefunden habe, das ist mehr eine Mischung zwischen Westernhelden oder so Desperados und dem griechischen Dörfli. Die ganze Ausstattung hat man nicht runter, mit Lastwagen nicht runtergeschifft, wo wir dann einfach das Geld hatten, um die Produktion beizustellen. Und ich habe einen Regieassistenten oder einen Assistenten gehabt, wo beide Sprachen können, oder Englisch und Deutsch. Mit ein bisschen Kutterwelsch hat man sich können verständigen. Und im Laufe der Vorbereitung hat sich dann herausgestellt, dass man einfach nur das Bundesgeld haben, vom Fernsehen haben wir Geld bekommen, aber die UNESCO, die fast eine halbe Million zahlen hat, hat einfach irgendwie abgesagt ein Projekt. Und im Laufe der Zeit sind wir so weit drin, dass wir den Film haben müssen realisieren, weil die Leute sind engagiert waren, die Kameramann Hans Wirti und die ganzen Schauspieler und was weiß der Guck was. Auf jeden Fall haben wir gedreht. We'll be right back.
gerade ein knappes Jahr Schauspielschule hinter mir gehabt. Jedenfalls habe ich die Rolle gekriegt und dann bin ich dort runtergekommen und habe sofort auf den TÜV, auf so einen Kondor, so eine Militärmaschine, und bin noch nie auf einem TÜV gehockt. Und dann habe ich einen TÜV lehren, und zwar hat es nur Naturstrasse gehabt. Dann bin ich dauernd auf die Schnur gefallen und habe einfach nur aufgerissene Hände gehabt. Und dann konnte ich also nicht TÜV fahren und eigentlich auch nicht Schauspielern. Und dann habe ich und dann bin ich ein bisschen in Stress gekommen und bin ich so ein bisschen natürlich im Stress gewesen, was im Film dann, glaub, zu gut gekommen ist. In einer Woche vor Abflug, wir haben Charter schon gebucht, also wir haben einfach müssen gehen, ist ein Rückzug von der Drehbewilligung. Das heisst, wir haben keine Drehbewilligung mehr gehabt. Sind wir aber gleich abgereist und haben angefangen zu drehen, zuerst Roadmovie-mässig, das ist relativ gut gegangen. Nach einer Woche oder etwa 10 Tagen sind wir dann in London in Plaka, wo der Film spielt. Das ist am ersten Tag ist die Polizei eingefahren. Das sind mich geholt und gesagt, ja, die Polizei ist da, musst du Drehbewilligung bringen. Jetzt habe ich 2 Papiere gehabt, die griechisch geschrieben waren. Eine Drehbewilligung und ein Rückzug von der Drehbewilligung. Leider habe ich das falsche Papier verrutscht und habe triumphierend den Rückzug von der Drehbewilligung gezeigt der Polizei, worauf die gesagt haben, ja, jetzt hört ihr einfach auf, sonst verhaften wir alle. Ja, solche Episode hat es natürlich noch viel gegeben. Also die Sabe hat ja dann eine Wendung gehabt, weil meine Freundin, die mitspielt im Film, die ist eine relativ bekannte Schauspielerin gewesen, damals in Griechenland, und sie war eine hübsche Frau gewesen. Und dann wusste ja, Valas, das ist der Gouverneur von Kreta, der macht am Wochenende, ist der immer in dem neuen Hotel, wo der Nähe war, von dem Dörfli. Und da habe ich der Maria Giurussi, meiner Freundin, gesagt, okay, jetzt müssen wir dort hingehen, du machst dich gut weg. Und machst, ich weiss, da steht eine Frau wie dich, heisst das, da steht eine Frau wie dich. Also jetzt gehen wir dort hin und machst ihm schöne Augen. Und du musst ihn ein bisschen um den Finger wickeln und dann können wir die Bewilligung über. Und so war es dann auch. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind nachher 3 Jahre die Freundin vom Gouverneur. Genau. Und hat nehmen. Er war einer der Chefideologen von der Junta. Und er war der Gouverneur von Kreta. Und aber er ist immer regelmäßig auf Athen. Und dort hat sie ihn dann betreut. Aber wir haben uns schon lange getrennt gehabt. Ist nach London geflogen und hat bei Morley Richardson einen Stabilisator geholt. Und der hat ausgesehen, er kommt noch wie eine Bombe. So eine runde, so eine Bombe. Genau. Und dann hat er mit der wollen einreisen. Und dann haben sie ihn verhaftet, er war 3 Tage in der Kiste gesehen, bis sie ihn rausgelassen haben. Wir haben müssen untersuchen, dass es keine Bombe, sondern eben ein Stabilisator für die Kamera war. Wir haben Waffen gehabt. Was Waffen ist absolut verboten gewesen, natürlich zu importieren nach Griechenland. 4 Colts sind es gewesen und Munition scharfe. Und dann habe ich gesagt, gut, die nehme ich mit im Flugzeug. Und dann sagte ich, aber wie machst du das? Da ich ja oft in die Arbeit geflogen bin, vorher habe ich gewusst, dass Charterflüge nicht, wenn du die scharfe Kontrolle durch. Und dann habe ich einen Chargerflug gebucht und da sind auch noch andere glaube, auf dem Flug gewesen. Und ich habe die Colts und irgendwie 400 Schuss scharfe Munition in 2 Plastiksäcke an Bord genommen und bin auf Athen geflogen mit denen und so haben wir dann von diesen Waffen profitiert. Nach der 2. 3 Wochen ist es Geldshow gegangen und ich habe ein ganzes Team am Hals gehabt, man kann es nicht anders sagen, wo wir einfach müssen weiterdrehen mussten. Und Redi Stöckl ist nach der 2. 3 Wochen heimgereist, ging Geld suchen. Zwischendurch musste ich immer nach Ayers Nikolaos, weil dort war das Telefon und von dem Telefon konnte ich dann mit dem Bundesamt für Kultur, mit dem Herrn Benninger,
mit dem Alex Benninger telefonieren und der hat dann immer versucht, es möglich zu machen, dass er wieder können irgendwie Geld vorzeitig von dem zugesprochenen Kredit locker machen, dass wir das können über irgendwelche komplizierten Wege dort abschicken, damit wir wieder können die Rechnungen zahlen. So war das ein bisschen und ich bin eigentlich sehr gestresst gewesen. Und irgendwann einmal hat es dann nicht mehr funktioniert, dann habe ich wieder heim. Und dann habe ich daheim irgendwo meine Eltern angebunden, meine Freunde und Verwandten und Bekannten und alle haben ein bisschen dazu beigetragen. Ich habe gesagt, ich bürge, das ist ein Kredit, das können wir dann alles wieder zurück über den Film mit irgendeinem Hit. Erinnerung aus, nie ein Film so prägt wie eigentlich das. Also, ich war auch Kameraassistent. Das war eine absolute Katastrophe. Ich meine, da hat es einen Verleih gegeben, einen in der Schweiz, in Zürich. Dort hat es einen Mann gehabt, der hat einen Stumpen im Mund gehabt, und zwar von morgen früh bis zur Abend spät. Und die Taschen war meistens etwas so lang gewesen, und da hat es das Zeug auseinandergeschraubt. Und wenn du Glück hast, ist die Taschen nicht gerade sein Objektiv zwischen den Linsen rein gewesen, wenn er es wieder zusammengeschraubt hat. Da hat er gesagt, schau, da hat die Schublade, du musst halt schauen. Und dann ja, hast du dort die Zeitungen an die Wand geklebt, hast irgendwelche Probeaufnahmen gemacht, bist mit deiner Entwicklungsbüchse von Hancock entwickelt, hast mit dem Mikroskop angeschaut und hast gesagt, ich hätte gerne das Objektiv von dieser Serie und das Objektiv von dieser Serie. Und mit dem bist du nachher mit dem Auto nach Griechenland runtergekarrt und hättest einen professionellen Job sollen machen. Also nicht ganz einfache Grundvoraussetzungen. Andererseits muss ich aber auch noch sagen, wir haben nicht einfach nur gefilmt und nichts gedacht dabei, sondern wir haben den Film auch... Wir haben den Film auch sehr gut vorbereitet, haben uns enorm viel Zeit genommen, haben eine ganz präzise Auflösung gemacht, haben vorher Motivbesichtigungen gemacht und haben die Auflösung nachher durchgecheckt, nochmal ein Motiv, unten sind vorher schon da gewesen. Das Wahnsinnige ist, wir haben einfach alle Fehler können machen. Also es war niemand hinten dran gewesen, der uns gesagt hat, das solltet ihr so oder das müsst ihr so oder ihr müsst auf was weiß ich was aufpassen. Es hat auch noch keinen Final Cut gegeben, es hat eigentlich noch gar nichts gegeben. Wir haben irgendwie gefilmt wie zu Steinzeit. Und haben unter sehr misslichen Bedingungen gelebt und haben wirklich einfach einen Film gemacht. Das ist auch etwas, was ich nachher in dieser Form nie mehr so konzentriert erlebt habe. Ich glaube es eigentlich immer noch nicht, dass das einen Film gegeben hat. Mühe und Not einen Stutz zusammengebracht für die Dreharbeiten. Dann nachher haben wir noch Labor gehabt, Postproduktion und was heisst, dann gucken, was am Schluss hat der Film 750.000 Franken gekostet und etwa 600 sind finanziert gewesen und etwa 150 haben irgendwelche Lieferanten, haben wir irgendwelche Lieferanten geschuldet und dran gehauen. Die Geschichte ist so voller Symbolismen, die nicht erklärt sind. Die sind alle bei mir geblieben. Und das ist so eine Reminiszenz im Grunde genommen. Einerseits, weil ich sehr stark von Beckett beeinflusst war, die Krankheit. Ich bin kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Aber die Geschichten, die ich später gesehen habe, haben mich beeindruckt und sehr, sehr gefangen gehalten. Und das ist alles so eine unvergorene, verschlüsselte Geschichte, die ich eben eigentlich nur emotionell verstanden habe damals. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich mir dann angeeignet, über die Jahre Geschichten zu erzählen, dass ihr, das Publikum,
einen besseren Zugang haben und nicht nur ich als einsamer Denker und Schreiber und Regisseur weiss, um was es eigentlich geht. Peter und Martin Hellstern haben mich dann ins Kino Orient gebracht. Ich musste dann das Kino mieten quasi. Ich musste garantieren, dass die mindestens so und so viel Umsatz machen pro Woche. Und der Knüller war die Premiere, weil wir haben so viel Wind in die Segel geblasen, so gute Werbung gemacht, so gutes Marketing, dass an der Premiere etwa 1000 Leute an die Premiere-Vorstellung wollten kommen. Und das Kino hat nur etwa 600 Plätze gehabt, davon 150 Plätze. Und dann ist die Premiere stattgefunden. Das war publikumsmäßig ein riesen Erfolg, aber sie haben natürlich alle irgendwie speziell reagiert auf den Film. Es ist ein spezieller Film. Also der Film war einfach gewöhnungsbedürftig für den damaligen Begriff. Heute ist er vielleicht Klassiker und so weiter. Der Regisseur, der Xavi Coll, hat mindestens das Talent zeigen damals und später ja dann den Oscar gewonnen. Also, wenn ich zurückschaue, ist natürlich der Hannibal für mich wie eine Filmschule gewesen. Ich habe sowohl als Autor wie auch als Regisseur eigentlich keine große Ahnung gehabt. Mehr das Bauchgefühl und irgendwie der Drive, einfach der Dampf unter dem Kessel, wie man sagt. Und mit dieser Lust und mit gewissen Ehrgeiz natürlich auch, sind wir das angegangen. Ich bin froh, haben wir das gemacht. Ich bin froh, haben wir den Film realisiert. Ich bin froh, dass wir all die Leute haben können beschäftigen konnten. Sie haben alle Karriere gemacht nachher. Zwei sind Produzenten geworden, der andere ist Kameraregisseur geworden. Der Xavi Coll hat den Oscar gewonnen. Ich habe Kinoli gebaut und habe Filmhandel betrieben. Und was heisst, der Gucken, was haben wir?